Tja, moin Leute, mein Trace hier. Wir zocken, naja, was heißt zocken, wir fliegen noch in WoW. Ja, wie kann ich das mal kurz erklären? Also, erstmal herzlich willkommen zu WoW, whatever. Ja. Ich habe einiges zu erzählen, bevor ich erstmal anfange mit, Stoppuhr. Da, komm mal her. Ja. Ich habe einiges zu erzählen, bevor wir gleich erstmal ein bisschen weiter leveln. Was heißt, ja. Also, es gibt halt einiges zu sagen. Beispielsweise, ich bin jetzt Level Stufe 34. Das ist ja schon mal 7 Level Sprung. Vorher war ich 27. Jetzt erstmal fett 34. Das ist ja, naja. Ich habe einfach mal gestern, wir haben ja noch gestern ziemlich viel gelevelt, sehr viel, 7 Level halt. Das ging mir irgendwie so von der Hand aus und irgendwie nebenbei vergessen mal die Aufnahmen zu machen, also keine Ahnung. Zumal ich habe jetzt Inschriftkunde halt auf, boah, ja, ist jetzt bald komplett durch. Auf 225. Dann geht's auf 300 hoch und dann halt Scherbenwelt. Das ist nicht mehr sonderlich viel. Ich meine, ich bin jetzt mitten im, also, ja, vom Skillen her hänge ich garantiert nicht mehr zurück. Auch Kräuterkunde bin ich schon, naja, fast auf 300. Und 300 ist halt, ja, Scherbenweltniveau. Da geht's halt richtig los, weil, ganz wichtig, es sind nur noch 26 Level und ich bin auf Scherbenwelt halt, ne? Esel, das geht noch. Und ich merke gerade, dass ich in 6 Level schon mein neues Mount bekomme. Also, das geht auch. Naja, ist nur natürlich nicht sonderlich in wundervoll, mich hier die ganze Zeit fliegen zu sehen. Das kann man auch überall haben, aber das ist ja jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Wir sind ja auch bald da. Ja. Ist nicht mehr so viel. Ja, dann habe ich durch Kräuterkunde noch Lebensblut Rang 3 bekommen. Das ist jetzt ja halt, ja, ich würde sagen, ein ziemlich guter Heal. Ich meine, 720 plus Skalierung meiner maximalen HP, das sind einfach mal 50%. Und ja, das geht gut durch. Weiterhin habe ich noch Blind bekommen, Verbesserungen von Skills, die ich vorher schon hatte. Tja. Das Einzige, was wirklich... ich bin noch gar nicht mehr in Eisenschmiede, ey. Komisch. Die Musik läuft noch weiter. Also, ja. Das Einzige wirklich Wichtige hierbei, was ich jetzt nur so, ja, auf der Strecke gelassen habe, ist... mein Schloss knacken. Das ist, also es müsste theoretisch auf 70 sein. Es ist bei mir 58, das ist viel zu wenig. Und ich werde das auch nicht mehr nachscalen, weil jetzt wo ich schon zu weit weg bin davon, es sind jetzt in Anführungsstrichen nur 12 Skillpunkte, aber es rechnet sich irgendwann hoch und dann, keine Ahnung, eher man sich versieht, bin ich 40 und dann müsste es eigentlich Stufe 120 sein, glaube ich. Damit ich überhaupt die nächsten Schlösser öffnen kann. Also. Polizei oder so. Fuck. Die suchen mich. Nein. Spaß. Ja. Auf jeden Fall waren das schon mal die wichtigen Fakten. Oh Gott, wie lange ich hier einfach nur fliege und die ganze Zeit rumbrabbel. Sehr interessant, aber. Naja. So sieht man mal die wunderbare Aussicht. Ich war gerade in der Instanz. Wo haben wir das denn? Dungeon. Nee, Klassik war das. Hier. Ich habe mir Arcanist Do angeholt. Dazu folgt noch Herod Khan und, ja, die anderen beiden. Scharlach Rote, bla bla bla. Die werde ich auch alle noch machen. Wahrscheinlich werde ich die Waffenkammer und also Waffenkammer nicht mit aufnehmen. Nur das, die Kathedrale halt mit reinpacken, weil ja, keine Ahnung, das andere ist mir relativ egal.
Es sind halt immer so Mini-Instanzen, die sind echt uninteressant. Nur die Kathedrale ist halt sehr groß und das sollte man schon miterlebt haben. Auch wenn es nur eine Instanz ist und naja, irgendwie habe ich sehr, sehr viele Folgen von Instanzen, aber sehr wenig Folgen, wo ich einfach nur als Greif rumfliege. Was voll langweilig ist, glaube ich, weil hurra, wir fliegen auf einem Löwenfalken-Dingens. Ja gut. Skilltechnisch, also Dings-Talente, habe ich mir auch noch nicht viel überlegt. Ich werde jetzt als nächstes wahrscheinlich hier meiste hinterhaltigen Angriff nehmen. Aber das ist mal gleich. Wenn ich überhaupt auf 35 komme. Ich glaube aber, das schaffe ich diese Folge noch locker. Locker und leicht. Ja, ich weiß, ich habe Post bekommen. Ja, toll. Ja, ich habe Post bekommen, das ist aber nur, keine Ahnung, 7 Gold oder so. Das kann ruhig noch warten. Habe ich hier noch irgendwelche Quests? Nein, also muss ich nach oben. Nach oben, da sind ja so Level 40 Yetis, keine Ahnung. Kriege ich aber alle tot. So, naja. Kriegstreiber, Trümmer, irgendwas, die... Und, yo. Hä? Ach so, ich soll... Okay. Stauen wir uns nach Eisenschmied. Ja, war ich doch gerade. Ach, schon wieder ein Event, ey. Ist witzig ist am Server irgendwie... Guck mal, Varimatras schreit die Hallen zum Einsturz, was weiß ich, habe ja gerade gehört. Das ist ja so ein kleines, Event von, wie heißt das? Drachenöde, das kann ich euch mal zeigen, das ist hier. Drachenöde, hier sind die Pforten des Zorns und da gibt es ein schönes Event, ich glaube, das sieht man nur in der Horde oder Allianz, weiß ich gar nicht. Das ist halt ein schönes, ja, wie heißt es? Ein sehr schönes Video von WoW gemacht. Und in dem Video geht es halt grundsätzlich irgendwie um... Ja, worum geht es eigentlich? Noch benutztes Leder, braucht man sich da hinten hin, alles klar. Ja, was soll ich sagen? Das will ich auch nicht spoilern, ich packe das einfach in den Link rein, obwohl... Ja, hau ich euch unten einfach rein, dann könnt ihr das selbst angucken. Auf jeden Fall... Anscheinend kriegen wir hier es wirklich serverweit oder zumindest auf dem Kontinent immer mit, wenn jemand dieses Event gerade macht. Was wiederum sehr, 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 sehr komisch ist. Ach, egal. Ich dachte, ich habe die Reichweite, aber... Naja. Tödliches Gift. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das überhaupt drauf habe. Eigentlich ist es total unnütz. Momentan. Und ich habe noch etwas, was ich noch gar nicht drin habe. Hier, Nierenhieb. Ist das jetzt? Ne, 5 Sekunden, später ist das 6. Meh. Das ist merkwürdig. Ach übrigens, ganz witziger Fun Fact. Jedes Mal, wenn ich Ablenken benutze, meinen die Oger oder sonst irgendwelche Viecher immer, ach, wir bleiben mal fett stehen. Wir machen es uns hier richtig gemütlich. Ich bin nicht schuld. Das sind ist die, alles deren Idee. Das ist nicht mal eine gute Idee. Auf jeden Fall muss ich gleich mal Gifte wechseln. Das geht so nicht weiter. Ohne Slow ist das halt einfach extrem nervig. Da nehme ich halt viel zu viel Schaden. Weg komme ich auch nicht. Und Dolche sollte ich auch bald mal wechseln. Ach, Dolch habe ich übrigens auch bekommen. Dornenstachel von Argem Dornfluch. Das ist ein Mob in... Wie hieß denn das? Kral der Klinghauer. Genau. Und ja, ich habe mir ein paar Addons reingehauen. Unter anderem Auctionator. Hau ich euch auch rein. Alle Addons, die ich hier drin habe. Zumindest als Name. Falls Bedarf, zeige ich euch noch die Seite, woher ich es habe, aber nur wenn wirklich Bedarf dabei ist. Ja. Auctionator, Gatherer oder wie das auch immer heißt, Atlas Loot und Recount. Das sind jetzt die vier Addons, die ich nutze.
Ich war noch am Überlegen, Gladius mit reinzupacken, also das Arena-Addon, aber habe mich nachher doch dagegen entschieden, weil im Moment ist es echt unnötig. Hier gibt es eine Menge Gras, Grabmoos, total, ja, brauche ich halt gar nicht. Und so. Zurückgeholte Folianten, ich muss doch einen bestimmten geben. Meine ich, dass der hier war? Nee. Ja, komm mal her. Also auf jeden Fall soll es hier irgendwo eingeben. Ob das jetzt vom Elite-Mob hier ist, der hier irgendwo rumhockt, weiß ich nicht. Aber scheint nicht so. Den müsste ich dann auch killen. Oder? Naja, ich krieg den tot. Das weiß ich. Och, nerv mich. Varimatras. Du bist doch auch nur. Mal her. Oh, ich hasse das Verfehlen, das kotzt so an. Ja. Ja, 5 Kombo-Punkte und jetzt. Danke. Wer sagt, das ist unfair, der weiß nicht, wie man Rogue spielt. Einfach kiten und dann geht das. So kriegt man übrigens so ziemlich fast, ja, eigentlich fast jeden Mob tot. Da hinten ist schon wieder ganz, ganz viel Kraut. Ui, Kräuter. Sehr geil. Habe ich genug Platz für den? Ja, eigentlich schon. Na, ganz toll. Was macht das? Nur den Feuerzauber, alles klar. Ich habe ja auch schon Preparation und alles, was sehr, sehr nützlich ist. Also für so ziemlich alle möglichen Sachen sehr, sehr nützlich. Oh, danke. So kann ich ihn zugedottet lassen und er, ja, läuft aus. Es wäre übrigens dämlich gewesen, das jetzt zu zünden. Guck mal her. Ja, jetzt hat er sich resettet, Mann. Das ist sonst auch nicht so seine Art. Die resetten nicht immer sofort. Naja. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Slow, aber kriege ich den rauf? Ich weiß gar nicht. Autsch. Warte mal. Hat der den? Nein. Der hat den natürlich nicht. Mal Prep. Ja, du bist wieder geslowt, dann kannst du ja wieder Fettschaden nehmen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Nehme ich einen Trank für den Rest. Dann brauche ich auch das nicht mehr. Falls ihr fragt, warum ich Meucheln nicht mehr benutze, ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Kriege ich noch einen Slow? Ach, brauche ich gar nicht. Er setzt sich selbst Knockout und wie das. Hat sich nicht mal gelohnt. Er hat nicht mal das Teil. So ein Scheiß. Ey, warte mal. Wo kriege ich jetzt dieses komische. Ah, ich soll diese Kriegskreiber sogar töten. Ah, da hinten. Ne, ist ein Vollstrecker, aber alles klar. Den kriege ich tot. Mit Leichtigkeit. Wenn ich schon den Elite tot bekomme, warum den nicht? Ach ja, wie wäre es mit Treffen? Danke. Joi. Kriegstreiber, der Oge. Was weiß ich. Ist ja noch geslowt, da ist noch ein Vollstreck. Aber wo kriege ich jetzt erstmal dieses Kackteil? Ich meine, irgendwo hier. Ah, lebst noch. Nein. Irgendwo müssen sie doch dieses Teil haben. Ich meine. Hast du das? Ups. Zeig mal hier. Danke.
Also, irgendwo muss das sein. Abgenutztes Lederbuch. Ja, man kann übrigens, indem man sich einfach wegdreht, den Auto-Hit canceln. Und das hat dann meistens zur Folge, dass man, naja, also man kann es verkacken. Was ich eigentlich nie tue, weil ich geübt bin. Aber... Geh mal sterben, danke. Ja, also das hat dann zur Folge, dass man den Sepp nicht abbricht, Sepp, Kopfnuss. Und die dann halt noch weiter warten müssen. Dingens. Und ich muss jetzt hier diesen Buchumschlag finden, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht in der Burg, aber das glaube ich gerade nicht. Lebensblut kann man auch in Stealth benutzen. Falls ihr fragt. Ah, das sind jetzt fast schon zu viele. Ein. Das. Ne, das wird mir zu knapp. Das ist mir ein bisschen sehr viel zu knapp. Der hat pariert. Nicht gut. Habe ich noch einen Kleintrank? Das ist jetzt essentiell. Verdammt. Jetzt habe ich gepolt. Keinen kleinen Trank gehabt. Oh. Schon wieder mal tot. Naja, ist jetzt nicht so häufig, dass ich sterbe, aber es passiert mal. Ich hoffe, das ist nicht zu hell für euch. Hatte ich jetzt einen? Tatsächlich hatte ich keinen. Ey. Na, nee. Irgendwo muss das doch sein. Der kleine Foliant. Geht Ruin, sucht nach dem Foliant, Oger, bla bla bla. Der Arm von Grilek. Es enthält alte Trolllehren, die es erlernen müssen. Ruinen von Alterac. Das letzte bekannte Ort war ein intaktes Exemplar dieses Brüsts geben soll. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Buch sein soll. Ich weiß aber, dass ich es haben möchte. Weil ich die Erfahrung haben will. Ich meine, das ist ordentlich was. Tatsächlich levelt man mittlerweile hier, glaube ich, schon fast so schnell wie im Classic. Nicht Classic, sondern Legion? Weiß gar nicht. Ne, da hinten sind noch weiter ein paar Viecher. Du gehst jetzt mal dahin. Ja, ich habe kein gutes Mauspad, deshalb nervt mich das ein bisschen so. Ich glaube, ich regel mich einfach. Ja, hallo Vollstrecker, der Trümmer, Grat, Uge, bla bla bla. Ja, dafür ist natürlich tödliches Gift gar nicht so scheiße. Aber es macht halt echt keinen Schaden, ne? Also, nicht viel. Komm mal her. Ach, ist auch nicht so sonderlich doll, wenn ich jetzt hier zwei hab. Das überlebe ich nicht. Zumindest nicht, wenn ich Pech habe. Ja, ich habe Pech. Ja, kann ich nichts machen. Ich habe keine Cooldowns mehr. Also wirklich gar keine mehr. Lebensblut hätte mir gerade vielleicht geholfen, aber... Ja, es ist halt so kurzweilig. Preparation hatte ich nicht mehr. Das ist natürlich ätzend, wenn man gerade vorher noch einen Eliten gekillt hat. Ja. Keine Ahnung. Jetzt bin ich zweimal gestorben. Das kotzt natürlich ein bisschen an, aber boah, ich hoffe, das passiert nicht weiter. Ich meine, die sind jetzt alle so ungefähr 4 und 8 Level höher. Nicht 8, aber 4 und 6 Level höher, glaube ich. Das sind ja 38 und 40, die Viecher. Schultern gehen auch langsam kaputt. Ich glaube, einmal sterben. Ja, dann wäre beides weg. Die Armbrust habe ich immer noch nicht ersetzt. Aber alles gut. Na, kann ich? Sehr gut. Dann kann ich ja mal regen. Nein, kann ich immer noch nicht. Oh mein Gott, was ist denn los mit euch? Ich meine, die sind immer so ein paar Level höher, aber...
Komm mal in Slow rein. Bitte. Nein. Jetzt muss ich wirklich Lebensblut nutzen. Fick dich. Hätte ich so keine Lust drauf gehabt, aber muss ich ja machen. Ah, Kriegstreiber, Kriegstreiber. Jetzt kann ich den ja killen und dann... Weiß nicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich dieses Ding finde. Ich schau gleich mal da rein. Aber ich hoffe doch, dass ich es finde. Wenn ich dann mal drin bin. Reinschleichen ist übrigens momentan nicht sonderlich möglich. Das sind 40er. Ich habe meine Schleichen nicht so hoch geskillt, dass ich es mir erlauben kann. Und gesehen zu werden, erst recht nicht. Ganz, also ich weiß, dass es ganz oben nicht ist. Und ich weiß, dass hier über Grabmoos liegen und so, aber brauche ich jetzt nicht. Außerdem, eigentlich muss ich ja nur ein paar von denen killen, dann mache ich das nachher offscreen mit den anderen. Oder könnte ein Magier? Der Magier das haben? Wäre doch möglich, oder? Also. Ich halte es für möglich. Das ist übrigens auch ganz witzig. Komm mal her. Danke. Nein, er hat's nicht. Hätte ja durchaus sein können. Aber ich verstehe nicht, warum ich mich immer mit diesen blöden Vollstreckern kloppe. Ich meine, die bringen ja nichts mehr. Gib mir Blitz. Dann kann ich dich ein bisschen weghalten. Was ist das eigentlich? Ausdauer um 20, also okay. 200 weniger Leben, damit ich auf. Okay. Geh mal sterben, blöder Ogre. Du bist ein dicker Typ, der irgendwie nichts kann. Haben einfach kein Skill, die Heinis. Wie auch. Sind ja auch wunderbare AI-Creatures, bla bla bla. Nee. Brand. Schütze der. Was ist mit dem? Komm mal her. Dich kenne ich nicht. Du bist anscheinend besonders. Oder auch nicht. Ey du, komm mal her. Willst du ein A kaufen? Wer kennt das? Das gute A? Das A. Ja, klar. So. Jetzt bist du erstmal dotted. Alles klar. Ehre start. Ja, 4 Balken noch. Das ist echt gar nichts mehr. 10.000 FPP. Also, wenn ich das Ding hier... Aber ich verstehe gar nicht. Was? Wen muss ich dafür denn töten? Hierfür kriege ich 6.000, tot den Edlen, keine Ahnung. Sollte ich eigentlich hinbekommen. Ja. Ja. Ah. Sind das 2? Ja. Das sind sogar mehr als 2. Oder? Ja. Sind mehr als 2. Mehr als 2 kriege ich nicht hin. 2 sind auch in Ordnung. 3 eher nicht so. Hey. Wollt ihr ein A kaufen? Ja. Vielleicht schlecht abgetimt mit dem Entrinnen, aber ich glaube doch, dass es noch in einem annehmbaren Rahmen ist. Jetzt könnte ich den jetzt ein bisschen weghalten. Der wird sterben, dann kann ich vanischen. Seht ihr, was ich meine? 70. Das habe ich nicht. Habe ich schon gerne nachgeguckt? Brauche ich noch was? Nee. Kann ich kurz essen, während der gesäppt ist. Die respawnen auch echt wie sonst nichts. Das ist echt blöd. Ich meine, respawnen. Ich mache es mir aber auch echt schwerer, als es eigentlich ist. Ich meine, ich hätte mir
mich auch ein bisschen in den Schlingdorntal ein bisschen hochleveln können. Aber ich will da tatsächlich erst mit 35 rein. Weil vorher lohnt sich das irgendwie nicht ganz. Weil dann habe ich genau das selbe Problem wie hier. Da sind die nachher zu hoch. Und das sind natürlich da sogar noch deutlich mehr Quests als hier. Und ja, irgendwo muss ich das halt genau so machen wie jetzt. Ey du, willst du ein A kaufen? Das war übrigens gefährlich wieder mit meiner Maus. Jetzt bin ich komplett falsch gesprungen. Ich hoffe, das passiert mir nicht in der Arena oder bei wichtigen Zeitpunkten. Das wäre deutlich, ja, nicht so gut. Warum ich Blutung mache? Ganz einfach, macht einfach mehr Schaden als Ausweiten im Moment. Weil es geht halt durch die Rüstung durch und ist halt konstanter Schaden und ist halt einfach momentan besser, als wenn ich Ausweiten mache und noch weiter dran stehen bleiben kann. Wenn er geslowt ist, kann ich ihn dann kiten. Wenn nicht, dann wäre Ausweiten, glaube ich, sogar besser. Aber ich habe ja Gifte drauf. So, bin es noch ein tödliches Gift. Ich glaube sogar, ich habe noch eins. Ich glaube. Sind da sogar noch welche? Mäh. Hey du! Willst du ein A kaufen? Ich werde mir das so angewöhnen, das ist nicht gut. Ich hoffe, das sage ich nicht mehr zu häufig. Ernsthaft? Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, da habe ich die drauf. Das ist echt nicht toll. Ich meine, ne? Ach, ich respawn erstmal hier so. Und der Berserker. Fuck you. Ach Gott, jetzt muss ich wirklich noch was machen, ey. Das ist nicht vertretbar. Habt ihr das gesehen? 256 Crit. Fuck. Die Cheat. Na. Vanish ist ausgelaufen. Das ist nicht so nallig meins. Wenn etwas ausläuft, dann bitte nicht Vanish. Weil, ne, absolut nicht gut. Ich komme raus, ich nehme keinen Schaden mehr, sofern ich noch geschickt laufe. Sehr gut. Uiuiuiui, das war knapp. Ja, aber wieso respawnt er mir erstmal und geht dann noch in Enrage? Ich meine, was? Das ist doch nicht normal. Ich meine, das ist wirklich nicht normal, ne? Oh mein Gott, mein Kollege, der ist fast tot. Ich muss Enrage gehen und hau die für 2,50 weg. Boah, nein. Ja, hier gibt es übrigens, weil hier keiner levelt, so viele Kräuter. Das ist so geil. Ich kann euch ja mal ganz kurz erklären. Ist das Kraut grau, wie ihr hier unten seht, benötigt die Kräuterkunde links grau, wird es so viel heißen wie... Ganz geil. Ja, ihr werdet zu 0% einen Dingens, wer ist das? Skillpoint bekommen. Ist der allerdings orange zu 100%? Ist, oder ist das 100? Ja, ist 100%. Ist der allerdings gelb? Nur 75%. Und grün heißt 50%. Das heißt, jedes Mal, also der hier jetzt 75%, was super geil ist, weil es ist ziemlich wahrscheinlich, aber auch grüne sind wahrscheinlich, das ist mir nie vorher aufgefallen, also wirklich nie. Zeig mal, was du hast, nur ein bisschen Silber, keiner will's. Das ist echt gut. Ich meine, hier erstmal 75% Chance auf Skill, klar, 50% und naja. Es fühlt sich zwar nicht so an, weil man irgendwie nur ab und zu einen bekommt, aber ich finde das echt geil. Vor allem ist es etwas, was ich vorher nicht wusste. Das habe ich mir nur erst letztens mal angelesen. Irgendwie bei Kräuterkunde, Skill, Auto. Einfach mal zu sehen, wo finde ich was. Das ist echt witzig. Hey, willst du ein A kaufen? Oh Gott. Das ist der Elite, ne? Fuck. Ich glaube, ich lasse das sein. Den sollte ich gouchen.
Den brauche ich jetzt nicht. Ah. Sprinten ist gleich erst ready. Den Eliten will ich jetzt gerade nicht hier haben. Den Vollstrecker brauche ich auch nicht. Ja, weiß nicht. Also irgendwie, ich mache es mir schwerer als es ist. Mein Gott, nerv nicht, ey. Ich meine, wieso habe ich immer welche von diesen komischen Hangis? Ich brauche noch zwei von diesen Level 40ern. Ach, dafür ist es übrigens auch mega geil, ne? Man wartet einfach und dann kann man erstmal mit ein bisschen mehr Energie neu engagen. Das ist einfach mal mega klasse. Sehr gut. Der Slow kam gerade recht. Sonst hätte ich wieder ein CD nutzen müssen und ist einfach nicht so meins. Danke. Der Crit war sogar nötig. Wobei, ne, eigentlich nicht. Eigentlich war der echt null nötig. Kriegt man besser hin. Ja, jetzt werde ich halt noch zwei von diesen Kriegstreibern killen, abgeben und dann was, das hoffe ich auch. Weil, meh. Diese 40er kotzen echt an. Und das kann jemand noch nicht skillen. Ja, jetzt hole ich mir jetzt halt noch zwei von denen hier. Du stehst ja gerade ganz gut. Zumindest so halb. Komm mal her. Aber die parieren echt alles, weil die schon so ein hohes Level haben. Das muss man echt anpassen. Das kotzt richtig an. Ah, haben wir hier noch Vollstrecker, Vollstrecker. Ah, da hinten ist noch einer. Und dahin auch. Muss ich mir das nicht so antun. Ah, ist nicht mehr ein Slow. Dann geh mal sterben. Gute Nacht. Ah, Kriegstreiber, sehr gut. Nee. Den bringe ich jetzt auch nochmal zum Schlafen und dann war's das hoffe ich auch. Ich meine, für die paar Mobs, das war mir echt zu viel Arbeit. Ah, das ist noch verkrüppeln, das Geft, ja, sehr gut. Also, Möglichkeit habe ich noch, die zu slowen, aber ist auch nicht mehr ganz nötig. Zumindest konnte ich euch hier zeigen, dass man hier sehr, sehr gut Kräuterkunde farmen kann. Zumindest aufs gewisse Level hinaus. Die habe ich, das heißt, das war es mir erstmal wert. Jetzt heißt es weg. Sollte auch kein Problem sein, hier zu fliehen. Erstmal so. Hier entgegen. Und hoch. Die kommen ja auch nicht sonderlich gut über Ingame-Objekte. Es gibt ja einmal das Terrain, worum man hier so drauf läuft. Und Ingame-Objekte wie beispielsweise Bäume oder so. Die haben ja ihre eigenen Hitboxen und die Monster synergiert noch nie gut damit. Später haben die das aber, ich glaube, so in wie. Boah. Cataclysm? Haben die das da schon richtig gefixt? Ich glaube, das. Nee. Cataclysm war es nicht. Ich glaube, das war erst in. Wie heißt die nächste Expansion nochmal? Die mit dem Panda. Kung Fu Panda Expansion da. Da haben die das gefixt. Aber da hat es auch richtig funktioniert, wo die da wirklich einigermaßen mit den Ingame-Objekten gehen konnten. Ich meine. Teilweise buggen sogar hier die einzelnen Mobs in Stormwind. Aber das war schon immer so. Das ist richtig merkwürdig. Nö, Yetis brauche ich alle nicht mehr. Ich werde einfach nur noch Quest abgeben und dann hoffentlich Level up. Oder? Nicht ganz. Nicht ganz. Da muss ich wohl, glaube ich, noch kurz nachhelfen. Du gehst sterben. Ja, es ist ja einfach... 6000, nee, das. Wie viel? Nee. Das erfahre ich nicht mehr. Ich bin dann gleich 35, nachdem ich hier vielleicht was gemacht habe, aber. Muss man später mal sehen. FPS geht weiter runter. Aber wow. Wen juckt's? Morgen früh wieder Schule. Oh, toll, dann darf ich wieder Fitness machen und laufen. Wer hat dazu denn Bock? An alle Leute, die wirklich fit sind und. Was das denn? Überwache V1, Beschützer, Beutebucht, Fess. Geil. Okay. Ja, an alle Leute, die hier wirklich sportlich sind. Ihr könnt gerne für mich irgendwie 6 Kilometer laufen. Ich habe da keine Lust zu. Das ist mir zu anstrengend. Ich bin da nicht so einer, der das kann.
Ich muss es zwar, aber oh, ist das schwer. Das ist, ne, absolut nicht meins. War da nicht um. Nein. Ich wollte schon sagen, war da nicht die Quest? Nein, war sie nicht. Das Lederbuch habe ich natürlich nicht gefunden, aber. Ma, wen kümmert's? Naja. Oh! Ich bin doch ein Level up. Ich habe vergessen, ich habe ja doppelte Erfahrung. Naja. Das war dann erstmal Let's Play World of Warcraft für heute. Ich bin euer Trace. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich sag mal, ciao!